Außerdem, wenn du eine Videoidee willst, geh mal auf den Kanal von Hilf mir, Semikolon minus Semikolon. Achtung, laut. Hey Akeban, ich habe für dich einen Tipp für ein neues Video. Guck es dir mal an. Hey Akeban, könntest du vielleicht mal darauf reagieren? Würde gerne deine Meinung dazu mal wissen. Hey Ake, wollte dir mal ein YT-Link senden, was ich gerade gefunden habe. Kein Plan, ob du die Folge kennst. Guten Abend, Akeban. Ich glaube, ich hätte ein Video für dich, für ein React-Video. Achtung, cringy. Ich finde es leider echt schade, dass Furries immer in so einem Licht dargestellt werden. Gerade von RTL und Co., zumal es nicht mehr richtige Furries sind, eher Maskottchenkostüme. Naja, trotzdem liebe Grüße. Hallo, Akeban. Ich wollte nur fragen, ob du auch RTL Hilf mir gesehen hast. Die haben einen Bericht über Furries gemacht. Du, Ake, ich glaube, da ist Material für ein neues Video. Ich konnte es nicht zu Ende sehen. Moin, moin! Du willst nicht wissen, was ich auf YouTube gefunden habe. Die Hilf mir Folge mit Furries. Ja, yep, machst du ein React-Z-Video darauf? So viele, die mich deswegen anschreiben, vermutlich schon. Hast du die Furry Hilf mir Folge gesehen? Die war der Horror und der kostet ein Furry 50 Euro! Das schießt den Vogel ab. Hey, Ackermann, ich habe hier eine Sendung, worüber du ein Ackeblatt machen kannst. Hast du schon die Folge bei Hilf mir mit Furries gesehen? Ich habe dazu nur eine einzige Frage. Warum? Warum schreiben mir 14 Leute, dass sie das sehen wollen oder dass ich das sehe oder was? Warum? Ganz ehrlich, ich habe euch vor kurzem gesagt, dass ich positive Videos machen will. Videos, wo ich über schöne Dinge reden kann. Tolle Dinge. Und jetzt wollt ihr, dass ich mir dieses Meisterwerk wirklich vornehme? Ich meine, gut, ich könnte auch diese 14 Leute komplett ignorieren und einfach sagen, hey, ich mache ein positives Video. Aber irgendwie bin ich ja selber so ein bisschen getriggert von diesem Video, weil es einfach so unfassbar schlecht ist. Deswegen, ach, ihr habt ja gewonnen. Und by the way, warum schicken mir so viele Leute wirklich dieses Video nach dem Prinzip, hey, guck mal, ist das was für Akebla? Reagier drauf. Und eigentlich wollte ich nie ein Reaction-Kanal werden, weil Reactions eigentlich gar nicht meins sind und ich mag es auch vom Schneidaufwand nicht. Und ich meine, jetzt habe ich schon 5 Reactions hinter mir. Zur Weißfolge, zu Die Frage, zu dem Sat.1-Ding, zu Sokowisma, zu Großstadtrevier. Und alle sind gut geklickt. Warum wollt ihr, dass ich das mache? Warum? Warum tut ihr mir das an? Und an alle Hater, die das nicht verstehen wollen, ja, das ist meine eigene Schuld, ich habe mir das ausgesucht, aber ich muss es ja nicht gut finden, oder? Deswegen. Ihr kriegt ein Video, ihr kriegt ein Video am Mittwoch, 16 Uhr, nächste Woche. Ja, ich muss mir dieses Meisterwerk nochmal angucken. Okay, das heißt, habt ein schönes Restwochenende, macht's gut, wir sehen uns am Mittwoch. Ciao.